Ganz herzlich willkommen zum winterlichen Wetter-Update. Im Westen war der Wochenstart ein außerordentlich nasser, aber nun wird's kälter und dementsprechend wird hier der Regen teilweise in kräftigen Nassschneefall übergehen. Und das selbst im Tiefland, zumindest stellenweise, ist das möglich. Und kommende Nacht schneit es dann teilweise heftig. Im Südwesten ist die Luftmasse vorübergehend ein bisschen milder. Dementsprechend fällt hier im Tiefland Regen bei Minima von 2 bis 5 Grad. Ansonsten die Tiefstwerte gern mal unter dem Gefrierpunkt. Es droht dementsprechend Glätte durch Schnee und durch gefrierende Nässe. Am Dienstagvormittag wird es in Teilen Sachsens, Thüringens, aber auch im Osten und im Norden Bayerns teils kräftig schneien. Ansonsten fällt im Südwesten teilweise noch Regen, auch im Alpenvorland, aber das im Laufe des Tages auch hier kälter wird, geht das langsam in Schneeregen und zum Abend dann auch in Schneefall über. Ansonsten lässt der Niederschlag vor allem in der Mitte Deutschlands im Tagesverlauf nach. Im Westen und im Norden ist es meistens trocken, abgesehen von einzelnen Küstenschauern. Und hier gibt es zumindest ab und zu ein paar Lichtblicke. Die Höchsttemperatur ganz schön niedrig. Meistens um den Gefrierpunkt.